Hi, mein Name ist Sascha Lippe, ich bin seit 2005 Billardtischmonteur und heute zeige ich euch, wie man den Billardtisch Tirol mit MDF-Platte zusammenbaut. Bei diesem Tisch ist der Aufbau wirklich schnell passiert und super simpel. Im Grunde genommen muss man nur die beiden Fußteile rein festschrauben, Stellfüße dran schrauben, umdrehen und schon ist der Tisch eigentlich spielbereit. Wir fangen mal an mit diesem Teil hier. In diesem Holz sind Gewinde eingeschraubt, das heißt, man hat wirklich nur zwei Schrauben pro Seite, die man anschrauben muss. Und genau das Gleiche wiederholen wir bei dem anderen Fuß. Setzen wieder zuerst mal alle vier Schrauben an. So, und der bereits letzte Schritt für den Zusammenbau des Tisches ist die Installation der Stellfüße. Dafür sind hier auch Gewinde. Die schrauben wir auch wieder ungefähr bis 1 Zentimeter rein, damit wir die Möglichkeit haben, beim Ausrichten nachher den Fuß entweder nach oben oder nach unten zu drehen. So, und das wiederholen wir bei allen Vieren. So, der Tisch ist bereits fertig zusammengebaut. Jetzt drehen wir nur noch um. So, und der allerletzte Schritt bei der Installation des Billardtisches ist Ausrichten und Levelieren. Bei diesem Tisch haben wir wieder die vier Stellfüße, also diese vier Punkte und zusätzlich auch wieder die drei Stellschrauben für das Levelieren der MDF-Platte selbst. Man fängt immer an erstmal mit den Stellfüßen, man macht sich erst einen Gesamteindruck von der Situation. In diesem Fall steht er im Moment auf der Seite ein bisschen hoch und auch auf der Seite ein bisschen hoch, also gehe ich an diesen Fuß hier, hebe den leicht an, drehe den nach oben und dann dürfte es schon passen. Auch hier gilt, mit der Zeit geht es nach oben für den Tisch, gegen die Zeit geht es abwärts für den Tisch. So, jetzt nochmal kontrollieren, ob es schon gereicht hat. An der Seite ist es perfekt, an der Seite auch. Damit steht der Tisch gut in Waage. Viel Spaß beim Spielen, bis zum nächsten Mal. Sporttime. Wenn du Fragen hast, stelle sie direkt in den Kommentaren. Gefällt dir unser Video, klicke auf Daumen hoch und abonniere jetzt den Sporttime-Kanal, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.